Ah, geht ja ganz schnell, ein Glück. Muss ich halt nur mal kurz die Sheets aktivieren. Ah, ne, wie viel habe ich hier noch? Ah, doch, ein bisschen noch. Ein bisschen habe ich hier noch. Ein bisschen. So. Dann hier mal und da mal. Eben gab es kleine Lags. Immer noch? Was ist jetzt eben los gewesen? So, wie viele Blöcke kann ich da noch herstellen? Ich denke mal noch 3 Runden, also so ungefähr 9 Blöcke. Oder 6 Blöcke. Ich bleibe erstmal bei 6 Blöcke und dann sehen wir ja mal weiter. So, hier und da und da. Ja, weil da kann ich ja hier schon mal im Laden öffnen. Cheats erlauben. Und ja, die Schablone hole ich mir gleich dann wieder. Hallöchen scharf mit du mit der komischen Brille. So. Das war jetzt kein Fehler. Nee, das war kein Fehler. Wir haben noch genügend Eisen drin. Und ja, muss ich halt jetzt gleich aufpassen. Nicht, dass ich zu viele Blöcke mache. Muss ich wieder was einschmelzen. Und ja. Das ist ja eher nicht so produktiv. Darum. Ja, 2 Blöcke kann ich schon machen. Danach wird es knapp. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Wie viel haben wir denn hier noch drin? 1500. Doch für einen Block reicht es dann, glaube ich, genau. 1584 war eben. Mal schauen. Oder es bleibt ein oder zwei Bahnen übrig. Das kann natürlich auch sein. Es bleiben 2 Bahnen übrig. Okay, kein Problem. 30 Eisenblöcke haben wir jetzt da rausbekommen. Wunderbar. So, ich gehe jetzt in den Game Mode. Wie schon gesagt, ich brauche meine Schablonen wieder. So, dazu, ja. Schablone. Das sind nicht die richtigen Schablonen. Wie sind die? Gussformen, genau. Gussformen. Und dazu brauche ich jetzt die. Für Barren, genau. Hier noch da und dann noch einmal. 3 Stück hatten wir. Die sind wie gesagt durch die Welterneuerung verloren gegangen. Sonst würde ich das ja nicht machen. So, hier und da und dann hier nochmal 2 Barren herstellen. Ja, und dann ist das Aluminium dran. 1152. 1152. Ich glaube mal, das reicht gerade so, oder? Doch, ich glaube schon. Wie viele Blöcke Aluminiumerz hatten wir? Da hätte ich vorher drauf schauen sollen. Ja, habe ich verpasst. Verpennt, wie auch immer. Ah, shit. Genau ein Aluminiumerz fehlt. Mist. Dann muss ich mir nochmal einen Aluminiumbahn holen. Den nochmal reintun. So, derweil kann ich ja das geschmolzene Zinn schon mal machen. Da kann ich auf jeden Fall 2 Blöcke herstellen. Auf jeden Fall. Und dann noch ein paar Bahnen. Na, Tiger, was ist los? Oder ein Leopard? Nee, ist glaube ich eher ein Tiger, oder? Big Cat. Ah. Big Cat. Ach, keine Ahnung, hey. Keine Ahnung, Leute. So, das Zinn ist durch. Aluminiumerz ist auch durch. Dann mache ich erstmal das Aluminiumerz und dann kann ich noch einen Barren Zinn auf jeden Fall herstellen. Dann habe ich da noch Gold. So. Aluminiumbarren ist schon mal fertig. Wunderbar. So, mal ein bisschen mein Inventar hier mal ein bisschen anordnen. Muss ja auch mal sein. Och. Jetzt greifst du was die ganze Zeit lieb und jetzt greifst du mich an. Nur weil es Nacht wird. Ich kann, hab keinen Bock ins Bett zu gehen. Nee, ich hab keinen Bock. Ich bin auch noch gar nicht müde. So, hier nochmal was essen. Wie viele Kirschen habe ich denn eigentlich noch? Oh, das ist mein letzter Stack Kirschen. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen bald nochmal ein paar Kirschen nehmen. Und ich wollte da keine Kirschen rein, tun, toll. Jetzt habe ich die ganzen Schablonen entfernt und ja. Und genützt hat es nichts. So, 3 Blöcke kann ich noch herstellen. Oder 3 Bahnen. Dann noch 1 Bahn. So. Dann ist das. Was ist dann dran? Gold ist dran.
Da kann ich auf jeden Fall einen Block herstellen. Nur noch ein paar Barren. So. So, drei Bahnen kann ich auf jeden Fall da noch herstellen und für mehr reicht es dann nicht. So. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Kupfererz. Das hätte ich eigentlich schon vorher drauf tun können, aber ich habe da jetzt nicht dran gedacht. Darum müssen wir jetzt mal kurz warten. Hallöchen, Zombie. Wollte es auch mal vorbeischauen. Wie lange hält noch meine Rüstung? Ah, der Helm nicht mehr so lange. Brustpanzer sieht noch sehr gut aus und das andere beide, das, naja, könnte besser sein. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Genau. Das Kupfererz ist auf jeden Fall gleich durchgebrannt. Dann das da nur fertig machen. Und dann können wir an unserem Haus endlich weiterbauen. So. Also drei Blöcke kann ich mit Muss herstellen. Ich muss mal kurz zählen. Ein Block sind ja 9 Barren. Genau. Das heißt, ich hatte 27 Erz. Das heißt, ich könnte mir normalerweise 3 Barren herstellen. Und somit kann ich mir jetzt 6 Barren herstellen. Runde 6 Barren. Oh. Und Tod freigeschaltet. Und oh, die ganze Nachbarschaft. Die ganze Nachbarschaft. Ja, dann da nochmal so ein kleiner Bohnenzombie oder wie auch immer. Der mir Hunger verschafft. Ach, beinahe hätte ich die Kuh geschlagen. Hätte ich die Kuh geschlagen, dann wäre aber was los, lieber Zombie. So. Ah, ich will das ganze Zeugs nicht. Ah. Ist noch was drin? Nein, wunderbar. Dann tue ich das meiste jetzt erstmal hier wieder in die Truhe rein. Hier, da. Aluminiumblock, Zinnblock, Zinnbahn. Genau, dann können wir das wieder nach unten. Und wir gehen jetzt in unser Haus hinein. Denn da müssen wir halt jetzt die Küche weiterbauen. Was wollten wir als letztes neu herstellen? Den Kühlschrank? Ne, den Kühlschrank haben wir schon fertig. Einen Ofen wollten wir herstellen, richtig? Kann das sein? Ist das wäre möglich? Ja, doch, genau. Einen Ofen. Dann Ofen. Ach, da ist sogar der Ofen schon. Dazu brauche ich einen normalen Ofen und 8 Eisenblöcke. Normalen Ofen habe ich ja dort hinten in die Truhe gepackt. Da kann ich mal gleich auch mal das andere Zeug wieder raus tun. Was ich dann da jetzt nochmal brauche. Ganz, ganz schnell. Ganz schnell. Hier mal das rein damit. Und gleich ist mein Inventar ist dann natürlich wieder voll. Ah, oh, Spinnen. Spinne, 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 Zombie. Sorry, irgendwo habe ich hier in den Ofen reingetan. Kann das sein? Da habe ich den. Wunderbar. So, es geht zurück. Ich müsste was essen, aber ich würde viel lieber gerne erstmal in mein Haus reingehen, bevor ich was esse. Wir können ja jetzt mal in der Küche was essen. Genau. So, ab hier rein und Türen zu. Die mal hinsetzen und erstmal hier was essen. Ein paar leckere Kirschen und dann werden wir auch mal, sobald es Tag ist, auch mal das Feld abernten, weil, wie gesagt, die Kirschen halten jetzt nicht mehr so lange. Da brauchen wir mal eine andere Nahrung. Und da ist ja genau das Feld genau richtig in diesem Fall. Genau, so, da hinten ist die Werkbank. Und dann mache ich mir mal so einen Oven. Ach, 8 Eisenblöcke, das tut schon ganz schön weh. Wenn man das so sieht. Aber naja. So, und dann hier so eine Abzugshaube, da baue ich 4 Eisen. 4 Eisen und was noch? Ein Glowstone, na toll. Glowstone habe ich natürlich jetzt hier nicht. Ist ja logisch. So. Glowstone, ich bin unterwegs. Da ist kein Glowstone. Mal hier rüber. Hier Glowstone, natürlich nicht. Da habe ich noch Eisen. Oh mein Gott. Gold. Gold meinte ich. Glowstone. Da habe ich Glowstone Staub, aber kein Glowstone. Auch kein Glowstone. Hab ich. Ne, darf ich. Dann nehme ich hier Glowstone Staub. Ich brauche ja nur eins. Nein, 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 nein. Böse, 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 böse. Jetzt geht's wieder zurück. Es hat auch ein Tentacher auf eine Spinne. Na, klasse. Ein Pokémon auf einer Spinne.
Nehme ich natürlich mit. Tentakul. Voll cool, ey. So. So, Glowstone, dann schmeiße ich hier mal ein bisschen Zeugs hier weg. Die Lederkappe setze ich mal einfach mal auf, weil ich die jetzt hier habe. Und dann mache ich mal diese Abzugzauber. Den Oven Overhead. So, dann haben wir alles für den Ofen erstmal bereit. Und das kommt hier hinein. Das kommt. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof, ein bisschen Mist. Und hierhin einmal der Ofen. Kann man da jetzt auch wirklich was mit braten? Also Fleisch zum Beispiel, das wäre sehr cool. Und dann hier so. Aber damit kann ich nichts anfangen. Ist nur jetzt so für Licht gedacht, glaube, so wie es aussieht. Aber ist trotzdem sehr cool. Ist trotzdem sehr cool. Das hier wollte ich hier abbauen. Da wollte ich ja mit Marble dann ein bisschen herumhantieren. Genau, so. Die Säge. Na gut, dann kann ja auch erstmal das hier wieder zu normalen Blöcken hergestellt werden. War ich so mit Inventarplatz. So. Und dann hier die Säge. Marmor, Marmor, Marmor. So, was kann man alles aus Marmor machen übrigens? Würde mich erstmal hier interessieren. Marmor, Marmor. Hier die ganzen verschiedenen Formen. Das ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und hier Marmor. Fassade kann ich daraus machen, interessant. Oh, sowas. Marmortreppen, Marmorsäule. Mit Schiesel herum hantieren. Mehr aber nicht. Mehr aber nicht. Okay, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. So, machen wir mal so und machen wir mal so. Dann kann ja hier schon mal die Tischplatte, weil ich finde das irgendwie ein bisschen besser, wenn das hier so. Ja, ein bisschen nach. Ja, wie soll ich sagen? Halt so weiß aussieht. Ich weiß nicht, aber ich finde das ein bisschen besser. So, für vorne, da überlege ich mir mal was anderes. Und zwar, dass ich da mal. Wie war das jetzt? War das so? Na gut. So? Nee. So? Wie waren jetzt hier nochmal die Säule? Ach so. So. So war die Säule. 6 Stück reichen. Da waren noch mehr Seiten. Achso, Marmorstufen, okay. Ist ja, denke ich mal, logisch. Aber nicht für mich, so wie es aussieht. Na toll. Die Säule hat natürlich keine Textur, ist ja klasse. Na gut, dann nehme ich mal hier den Schiesel in die Hand. Und schieße das mal um zu. Ja, meinetwegen mal das hier. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Toll. Auch fehlerhafte Textur, na klasse. Wie sieht das hier aus? Das sieht gut aus, wunderbar. Keine fehlerhafte Textur. Und das wollte ich so als, ja, man sieht, dass es hier vorne ein bisschen anders aussieht, so Art schrankmäßig. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann, aber ich mache das einfach mal so. Hallo Enderman. Hallöchen. Hase springt da hinten herum. Na gut. Ich bin nicht ganz zufrieden. Hey, ich bin überhaupt nicht zufrieden eigentlich. Eigentlich bin ich überhaupt nicht zufrieden. So, mach ich da auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Holz dazwischen. Aber was gibt's denn da noch alles so für Marmorzeugs? Das wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Ich nehme es erstmal hier raus und mache mal hier mal so 8. Na, 4, das reichen. Das wird reichen und mal hier so. Decke ich das wieder zusammen und werde das hier nochmal abbauen. Genau. Weil ich will das jetzt hier mal anders machen. Na toll, da habe ich jetzt hier abgebaut. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Dann wünsche ich mir Glück, dass das keine fehlerhafte Textur ist. Ist sogar keine fehlerhafte Textur. Wunderbar. Ich finde, das könnte hier schon ein bisschen besser aussehen. Ja, kann man, denke ich mal, machen. Genau. Das wird so. Wir sind hier jetzt sowieso noch nicht fertig. Also, nicht, dass ihr denkt, dass wir fertig sind. Es gab doch hier, glaube ich, noch ein Waschbecken oder so.
Waschbecken. Na gut, das ist dann Englisch. Ich warte mal hier Mod. Das war die Bildkraft? Nein. Nee, natürlich nicht Bildkraft. Waren das, was waren das für eine Mod? Was war das für eine Mod? Einfach mal hier alles durchsuchen. Haben das? Nee. Bibliokraft eigentlich auch nicht. Nee. Bibliokraft, Butterfly, nee. Haben das Blocks, diese Custom NPC. Enchanted Plus, Fruit Plus, Forge, Micro Blocks. Gibt's? Ah, ist so noch blau hinterlegt. Also ich bin manchmal wirklich sehr, sehr blind. So wie es aussieht. So, was haben wir denn hier? Ah, brauche ich alles? Eine Fridge haben wir schon? Calling Pack, Cooling Pack, irgendwie Couch, Blind, Oven, das brauchen wir alles nicht. Bird Bath, kann man, denke ich mal, machen. Mailbox gibt es da so auch. Fernseher auch cool. Computer, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge zum Einrichten. Auch später das Wohnzimmer. Bad können wir, ja, ein Bad müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Da gibt es so vieles cooles Zeugs. Da ist schon. Ach, Toaster, Mikrowelle, Plate, Kitchen Counter, Dishwasher, Kitchen Kabinett. Ach du alte Scheiße. Kann ich mir noch nicht alles merken. Wisst ihr was? Ich schreibe mir das mal aus. Na toll, jetzt ist es sowieso jetzt mal weg. Ich habe jetzt hier Editor extra mal geöffnet. Um mir das mal hier aufzuschreiben. Also, Toaster. Microwave. Dann war, was waren da noch alles? Was waren da noch alles? Ach hier. Washing Machine, nee, das ist da. Cookie Jar. Cookie Jar.